Vor der Reichskanzlei in den frühen Morgenstunden des historischen 22. Juni. Das Haus des Rundfunks. Die Übertragung der Führerproklamation über alle deutschen Sender wird vorbereitet. Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Reichsminister Dr. Goebbels verliest die Proklamation des Führers. Sie enthüllt zum ersten Mal vor der ganzen Welt die Verschwörung zwischen London und Moskau gegen Deutschland. Der Führer zieht nach monatelangem Schweigen nunmehr in 12. Stunde die noch einzig mögliche Konsequenz mit den Worten: Ich habe mich entschlossen, das Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches wieder in die Hand unserer Soldaten zu legen. Im Anschluss an die Verlesung der Proklamation des Führers gab der Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop, von Beifall unterbrochen, zum ersten Mal der in- und ausländischen Presse die deutsche Note an die Sowjetunion bekannt. Vom Nordkap bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr die deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft Seite an Seite mit Finnen und Rumänen Europa. Italien schließt sich spontan an, ebenso die Slowakei. Auf einer Frontbreite von 2400 Kilometern vollzieht sich der größte Aufmarsch, den die Geschichte bisher gesehen hat. Die besten Soldaten der Welt sind zum Schutze der Kultur gegen die Barbarei angetreten. Der Kampf gegen den verlogenen Verbündeten Britanniens nimmt seinen Anfang. An der Front in Ostpreußen. Fort mit dem Grenzbaum. Halt! Die Ortschaft wird von sibirischen Scharfschützen erbittert verteidigt.